Hallo, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Beim letzten Mal haben wir gearbeitet, was an sich ja auch schon schrecklich genug ist auf der Farm, und haben die Familie dieser Ureinwohner etwas besser kennengelernt, der Navajo. Oder Navi oder Nivibi, wie auch immer sie sich selbst nennen. Ich habe es vergessen, wie sie selbst nennen, wie Niv oder so. Und jetzt kommt ein weiterer Sturm. Beziehungsweise unheimliche Geschehnisse gehen vor sich und wir werden gebeten, wieder in den Raum zurückzugehen. Und genau das werden wir jetzt tun. In unseren Raum, in unser Zimmer, wenn ich es auch wiederfinden würde. Gehst du? Hallo? Was ist denn das jetzt hier? Ich will in mein Zimmer gehen. Please. Warum ist das so schwer, Jody? Jody. Jody. Jody, geh doch bitte einfach jetzt. Komm. Hier. Ich krieg echt einen Hahn jetzt. Warum geht sie nicht dahin, wo sie hingehen soll? Was soll das Ganze? Ich war doch eben auch noch ein. Muss wahrscheinlich irgendwas Bescheuertes machen. Ich sehe es doch schon wieder kommen. Kann ich hier durch? Ja. Was ist das denn? Ach, der Kleine ist ja ganz verängstigt. Oh nein. Armer Junge. Das ist sein Zimmer. Wessen Zimmer ist das hier? Da liegt die Oma. Die hat die Augen auf, hat Schiss. Und ich habe mich komplett ver. Wow, okay. Und sind wir wieder hier bei dem. Ja, okay, das ist sein Zimmer. Und das dürfte mein Zimmer. Nein, das ist das Klo. Wo ist mein Zimmer? 2 Minuten verschwende ich schon an diesem Mist hier. Lecco mio, wo ist mein Zimmer? Dieses Haus ist doch nicht so kompliziert, es hat einen Flur. Warum versage ich, wenn es um sowas geht? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hasse es. Ja. Es kann nicht sein, dass man in einem Filmspiel steckt bleibt. Das ist so typisch ich. Ich glaube es nicht. Es ist langsam nicht mehr koscher, wie grenzbehindert ich bin, wenn es um sowas geht. Wieso? Hier gibt es nicht mehr Räume. Wo willst du, dass ich reingehe, Spiel? Wo willst du, dass ich reingehe? Das gibt's doch nicht. Rein, hier rein, 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 rein. Kamera, dreh dich. Gehst du? Hallo? Oder hier? Gehst du mal bitte hier rein? Oder soll ich hier gar nicht hin? Wo könnte ich denn sonst hin? Wo könnte ich denn sonst hin? Hier ist ein Bett. Hier ist ein Bett. Hier ist auch ein Zimmer. Ach, die wollen, dass ich ins Bett gehe, aber ich soll gar nicht ins Bett, sondern ich soll ra. Ha! Genau, ich muss ja wieder das kleine Balg sein, das seine Finger zu tief, genau, seine Nase zu tief in Gelegenheiten anderer steckt. Oder so ging das, glaube ich. Das Stichwort und Sprichwort total durcheinander gebracht. Wow, what the fuck, oh, das. Vor sowas habe ich japanische Angst, solche Sandstürme. Das geht gar nicht. Oh, fuck. Hilfe. Scheiße, kommt ja mal näher. Habe ich das Gefühl. Der Baum wird gleich verschluckt da hinten. Ja, der Baum ist gleich weg.
was. Er sieht aus wie der Typ von Darksiders. Das Haus würde einbrechen, wenn so viel Sandmasse auf dem Dach klappt. Okay, ich laufe jetzt schon. Oh. Oh, mit dir. Scheiße! Mann, ey, lern laufen. Vollidiot, ey. Ich hab mich doch geduckt. Oh, Kacke. Und voll erwischt. Ich weiß nicht, ob ich hoch oder... Manchmal weiß ich nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Runter, ja, so. Nochmal runter. Und raus hier. Und weiter geht's. Lass mich in Ruhe. Stück Asche. Aschenscheiße. Scheiße Aschen. Wow. Das hätte mich umgebracht. Definitiv. Jo, voll erwischt. Lass nicht. Au. Ich werde hier richtig in die Mangel genommen. Da war der Poolarm, da haben wir nichts gegen. Okay, ja, ich, was soll ich tun, was soll ich tun? Oh, ja. George. Das durchbrichst du nicht. Jody schützt sich selbst. Attacke hatte keine Wirkung. Ja, ja. Danke, Jungs. Dafür, dass ihr kaum was getan habt. Aber gut. Jody! Jody, ich sagte doch, bleib im Zimmer! Du könntest tot sein! Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Sag mir die Wahrheit! Sag mir endlich, was hier los ist! Es ist Jezo. Nichts anderes interessiert ihn. Mhm. Wir können nichts dagegen tun. Mhm. Bei Geistern sind wir machtlos. Negativ. Ich bin einer. Geister scheuen diese Welt. So super stark und so, obwohl ich nur eine Seele bin. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Mhm. Jolie kann man eigentlich nicht so wirklich mit in meine Kategorie des, der super starken, unglaublich gut aussehenden, hübschen, geilen, attraktiven und Existenz des, der Geilheit stellen. Aber egal, gut, okay, habe ich jetzt lang genug beschrieben, meine Geilheit so, und jetzt. Kennst du mich noch, Arschki? Kümmert sich Jody ein bisschen um Arschki. Ich stelle jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Ja. L1. Und. Oh, bist du schlecht. Okay. Okay, mein Fehler. Mein Fehler. Ich pass besser auf. Ich sollte wirklich besser aufpassen. So. Hoch. Und L1 und... Ach so, runter mit dem Controller, nicht hoch. Gut, okay. Wie genau geht's? Frage nach Sinn. So natürlich, wie denn sonst? Alter, Pferdereiten ist hey, was denkst du, Arschki? Nicht schwierig. Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Juros. Willst du mitkommen? Sicher. Ja. Alles klar, Arschbacke. Dann reiten wir mal los. Jetzt, wo er auf einmal sieht, wie mutig und
unglaublich unwiderstehlich ich bin, sobald ich auch nur ein bisschen was Interessantes mache, hat er schon eine ganz andere Einstellung mir gegenüber. Dennoch würde ich Jody nicht empfehlen, sich mit solchen Arschlöchern zu assoziieren. Ich reite noch ein bisschen weiter. Gut, dann nicht. Ich war Erster, obwohl ich Zweiter war. Lass mir den Sieg. Sie hat aber auch muskulöse Arme, oder sind sie einfach nur so dünn und abgemagert, dass man die Venen so gut erkennen kann? Ja, erstmal chillen. Wir haben ja auch, machen ja auch echt viel tagsüber und sind wirklich produktiv auf dieser Farm. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Existenz. Dein Vater kennt diesen Spuk. Der Geist kam nicht zum ersten Mal, richtig? Jezo war schon immer hier. Er kommt in der Nacht und stiehlt Seelen. Die Alten haben gesagt... Nein. Er ist ein Fluch. Das ist der Preis, den unser Stamm für dieses Land zahlt. Ach du Scheiße. Erscheint der Spuk jede Nacht? Er kommt mehrere Nächte und dann für Monate nicht mehr. Aber es ist niemals ganz vorbei. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Hast du die Indianerboys verführen? In Wahrheit. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Wie macht mir das jetzt? Das ist auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jody? Kann sein. Verrate ich ihn nicht. Verrat es ihm nicht. Ah, Jody. Ich... Ich muss dir was beichten. Hast du das Pferd gesagt? Ich... Oh, is that? The bad boy, Shuck, I... Oh, she in the dish, is. A baby the babbity, a baby the boob the babbity. Das war Pa. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tu, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Hört sich gut an, okay. Bruder. Bis später. Das endet doch wieder in Chaos und Leid und Tod für alle anderen. Kann ich eigentlich auch mit Jody schneller laufen hier? Geht das? Leider nicht. Die stratzt immer, als hätte sie... würde sie 1000 Jahre leben. Let's go. Pferd. Hallo, Pferd. Sprinten ist die Devise. Sehr gut. Und wir sprinten. Trollalala. Sind wir schon vorbei? Nein, da hinten ist das Ding. Gut, weiter. Okay. Ich kann nicht rauskommen. Einen kann nicht rauskommen. Ja, ich ziehe diese ganze, ich personifiziere Aiden-Geschichte ein bisschen unregelmäßig durch, aber hey. Ne, whatever. Ich versuche mein Bestes. Bin immer noch neu zu dieser ganzen Let's Play-Geschichte, auch wenn ich es nicht glaube. Leck. Hallo? So, das wäre schon mal repariert. Ganz toll, Aiden. Die Pumpe läuft jetzt wieder. Danke, Babe. Das war jetzt das erste Mal gewesen, dass sie mich nicht kritisiert hat dafür, dass wir... Was kann ich... In dem Feld kann ich diesmal nichts machen. Kann ich sonst noch irgendwas entdecken hier in der Region? River Region? In der Region? No? Okay. Alles klar, Süßen.
Wenn wir zurückkommen, dann reiten wir weiter in der Prärie und entdecken langsam aber sicher die Geheimnisse dieses wirklich durchaus langen Kapitels von Beyond Two Souls. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Zusehen und bleibt so cool, wie ihr seid. Alles klar.